hatte zuerst in 80er Jahren die Filmversion gesehen. Das fand ich total toll als 14- oder 15-Jähriger. Und seitdem mochte ich das Stück. Und als ich es vor 5 Jahren im Gripstheater gesehen habe, dachte ich, ja, ist nicht schlecht, aber es muss halt irgendwie, es muss ein bisschen komprimierter sein. Irgendwann habe ich gedacht, also wenn man es spielt tatsächlich, dann einfach den Versuch wagen, es, die Dialoge zu verknappen. Ich habe nichts Neues eigentlich hinzugefügt, also keine neuen Texte geschrieben, sondern das eigentlich behutsam, würde ich durchaus mal sagen, gekürzt, weil ich einfach, weil mir an dem Stück liegt und nicht, ich nehme das jetzt und mache irgendwas von mir da rein. Auf den nächsten kleinen Schluck, warten, auf die Säcke im Betrieb, auf ein Leben leer wie ein Zerrissenes warten. Eigentlich wollen alle raus aus ihrem sozialen Gefüge, verpassen immer den Zug, müssen warten, jammern. Und da dachten wir eigentlich, dass es halt dieses Wort Exit eigentlich ganz gut trifft. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wie ich zur Andersenstraße komme? Andersenstraße, hört ihr schlecht? Hey, in Sunny, in Kreuzberg gibt's keine Andersenstraße. Oh, we can be heroes, just for one day. Yeah, we can be heroes, just for one day. Das ist eben ein Kaleidoskop der populären Musikstile der 80er Jahre. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Es ist von allem ein bisschen was da drin. Ne? Und es ist halt sehr punktgenau auf die Aussage des jeweiligen Songs geschrieben. Und ja, ich habe es einfach ein bisschen angepasst an Musikgeschmack, von dem ich glaube, dass er heute vorherrscht und ein bisschen besser ankommt. Du bist schön, sogar schön, wenn du weißt, du bist schön.